Herzlich willkommen beim Stempelpalast. Am heutigen Techniksonntag begrüße ich auch alle Gäste und Neugierigen des Blockhops, bei dem ich heute mitmache. Und es geht heute um die Kreidetechnik. Ich habe mir diese Technik ausgesucht, weil die Zuschauer meines YouTube-Kanals unter meinem Technikbuch, was ich vorgestellt habe, geschrieben habe, dass sie gerne die Kreidetechnik kennenlernen möchten. Und insofern möchte ich heute einfach den Techniksonntag und den Technik-Blockhop nutzen, um euch zu zeigen, wie ich die Kreidetechnik verarbeite. Dazu benutzt man verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal die Möglichkeit, mit unserer weißen Craft, mit unserem weißen Craft-Stempelkissen zu stempeln. Wir haben die Möglichkeit, mit unserem weißen Pulver zu embossen. Und wir haben einen Chalk-Marker, also einen Kreidemarker im Katalog, mit dem man schreiben kann. In unserem Probeexempel heute werde ich alle Dinge ausprobieren, werde euch ein paar Tipps geben und werde euch die Unterschiede zeigen. Und ganz häufig seht ihr Kreidetechnik auf schwarzen Karten, aber als ich zur Schule gegangen bin, war die Tafel grün. Insofern habe ich mich entschlossen, heute Kreidetechnik auf Meeresgrün zu machen und das einfach mit euch gemeinsam auszuprobieren. So, und zwar habe ich mir überlegt, ich habe hier Stempel aufgezogen, A, B und C, kann man so gar nicht so richtig erkennen. Und hier habe ich noch eine Blume, das probieren wir mal aus. Und ich habe mir ein Lineal genommen und werde jetzt erstmal, so wie man das von der Tafel früher kannte, hier so ein paar Linien ziehen, wo man dann A, B, C drauf stempeln könnte. Ihr seht also, der hat eine einfache Spitze. Da kann man ganz gut mit malen. Und naja, er sieht halt hinterher tatsächlich auch aus wie Kreide. Es ist halt nicht richtig feste Weiß. Dafür müssten wir tatsächlich embossen. Aber man kann so ein bisschen schon einfach Linien ziehen. So, dann versuchen wir das mal mit unserer Krafttinte. Meine Krafttinte braucht dringend eine Nachfüllung, die leider noch nicht angekommen ist. Deshalb müssen wir ein bisschen improvisieren. Aber die Ecken gehen noch relativ gut. Hier kann man wieder sehen. Sehr schön. Wenn ich mir selber im Licht bin, ne? Ich habe hier überall schon Licht ohne Ende. Da kann man sehr schön sehen, wie das halt anfängt zu decken. Und dann kann man einfach hier stempeln. Zack. Ein A. Genau. Es braucht einfach eine Nachfüllung. Aber ich hebe euch das hoch. Ihr seht auch ein A. Nehmen wir noch eine andere Ecke hier. Außerdem habe ich entdeckt, mein Stempelkissen sieht aus, als würde es schimmeln. Das muss ich auch die Tage noch mal klären. Das ist ja so nicht normal. Ein B. Da ich so lange krank war, konnte ich das mit der Kreidetechnik ja auch nicht vorweg machen. Ansonsten hättet ihr natürlich die berechtigte Frage, warum ich das noch nicht vorher geklärt habe. Ja, weil ich war krank. So, hier ist ABC. Leider relativ wenig sichtbar, weil, wie gesagt, ne? Und hier
mein Stempelkissen, wo ich das Gefühl habe, es sieht aus, als würde es schimmeln. Ich habe noch keine Idee, was es ist. Ich werde das auf jeden Fall noch mal klären. Und ich muss es in jedem Fall nachfüllen. Gut, aber ABC haben wir noch hingekriegt. Und meine Karte, die ich schon fertig habe, also für alle die vom Techniksonntag, die kennen das schon. Wir haben ein Project Live Album, ein großes 30x30 Project Live Album. Und da machen wir immer eine Karte und dann steht der Technikname darunter. Und so basteln wir uns ein eigenes Buch. Genau, die Karte ist ganz schön geworden, denke ich. Und darum machen wir das jetzt heute so. Die Technik bleibt im Endeffekt ja dieselbe, auch wenn man hier nichts sieht. So, jetzt möchte ich als erstes embossen. Zum Embossen brauchen wir den Embossing Buddy. Und wenn ich ihn außerhalb ansetze und dann nur leicht rüberfahre, dann sieht man das auch nicht. Ich könnte hier schon mal anfangen, den fallen zu lassen, also richtig drauf tupfen. Dann seht ihr, was in dem Embossing Buddy drin ist, nämlich Pulver. Und wenn ich das dann verreibe, dann haben wir hier diesen Chalkboard-Effekt, also diesen Tafeleffekt, weil er aussieht wie halbgewischte Tafel. Wenn ich allerdings außerhalb ihn aufsetze und dann nur vorsichtig reibe, dann kann ich auch auf dunklen Karten einen Body-Effekt, nämlich dass die Statik darunter genommen wird, erzielen, weil wenn die Statik da nicht runter ist, kleben da ja hinterher von dem Embossing-Pulver vielleicht dann die Pulverkügelchen oder die Pulverreste, wo sie nicht kleben sollen. Falls du nicht weißt, was Embossen ist, verlinke ich dir nochmal mein Grundvideo zum Thema Embossing, wie es geht und was man braucht. Da haben wir mit Versamark ein Blümchen hingestempelt. Versamark ist ja quasi ein Stempelkissen mit Klebe. Und dieses Blümchen klebt jetzt. Jetzt haben wir hier, ich habe das umgefüllt. Normalerweise gibt es das bei uns ja in so kleinen runden Döschen. Und dann kippt man sich das aufs Projekt und vom Projekt muss man das auf irgendein Papier und vom Papier wieder in das Döschen. Das habe ich mir gespart. Ich habe mir einfach im nächstgünstigen Laden kleine Kunststoffdosen gekauft, die einfach Kartengröße haben, wie ihr seht. Und jetzt kann ich also ganz bequem die Karte hier reinhalten und das einfach mit einem Eierlöffel hier umfüllen. So, und dann kann der Deckel da wieder drauf, Eierlöffel da wieder rein und dann ganz schnell gemacht. So, dann wird das mal eben eine Sekunde laut, aber das geht ja ganz schnell. Ihr kennt den Embossing-Föhn. Mit dem föhnen wir jetzt ganz schnell eben das Pulver trocken. So, das geht auf Weiß natürlich sehr gut, weil das auch richtig schön rauskommt. Mein ABC würde normalerweise auch ein bisschen mehr rauskommen, als es das jetzt tut. Muss ich ehrlich zugeben, das liegt daran, dass das irgendwie nicht mehr ganz normal ist, aber ich mich einfach nicht drum kümmern konnte. Es tut mir sehr leid, aber ihr könnt es euch sicherlich vorstellen. Also normalerweise, ich würde sagen, dass Weiß aus dem Stempelkissen ist genauso weiß wie die Streifen aus dem Stift. So, und jetzt kann man hier noch irgendwas schreiben und malen, so wie man das an der Tafel auch machen würde. Und das ist die Kreidetechnik. Genau, man kann das hier noch ein bisschen anhübschen. Einfach, wenn man Lust hat, hier noch mehr dann kann man hier einfach noch ein paar Pulverbestandteile drauf verteilen.
Und schon sieht es tatsächlich aus wie eine Schultafel, was ich sehr schön finde. Einfach weil in grün, ja, also meine Tafeln früher waren alle grün, muss ich ja mal gestehen. So, das war unser Probeding. Jetzt zeige ich euch auch schnell noch die Karte, die ich vorbereitet habe. Die ist allerdings schwarz. Die finde ich echt schön. Und hier habe ich auch, kann man genau sehen, ne, embossed und gestempelt. Und da fällt das auch nicht so auf, dass das so wenig ist. Einfach weil es so ein bisschen in den Hintergrund gehört. Das finde ich ganz toll. Und was ich euch auch noch mal zeigen möchte, ist meine erste Probekarte, die ich gemacht habe. Die sieht ein bisschen wild aus und ich würde definitiv auch keine Karte daraus machen. Aber ich habe einfach mal versucht, ein bisschen zu basteln und wollte euch das nicht vorenthalten. Also hier auch gestempelt, geschrieben. Dies hier ist auch gestempelt tatsächlich. Also man sieht, es geht noch ein bisschen besser mit dem mit der Krafttinte, aber leider, also es sind 5 Pakete Stamping Up in den letzten Tagen hier angekommen, nur leider nicht das, was ich bestellt habe, sondern alles nur Nachlieferungen zu meiner großen Sammelbestellung und ja. So schaut's aus. Ich hoffe, es war eindrücklich für euch. Ihr habt es verstanden. Wenn ihr Lust habt, das nachzubasteln, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich wünsche euch einen tollen Sonntag. Vielen Dank für euren Besuch vom Technik-Blog-Hop. Ich schicke euch jetzt einfach weiter zu meiner Kollegin. Die hat auch eine ganz tolle Technik und wünsche euch auch noch einen schönen Sonntag. Und ja, ich kann nur noch mal wiederholen, dadurch, dass ich im Januar ja krank war, müssen wir die Technikbücher, Bestandteile oder die Themen der Technikbücher aus dem Januar jetzt im Februar nachholen. Und da geht es nächsten Sonntag also gleich weiter mit unseren Stamping Blends und den Stamping Write Markern. Ich wünsche euch einen tollen Sonntag und sage tschüss, bis bald.